Oh, da habe ich noch was gefunden. Ey, hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Magic Circle. Kleine Zwischenfolge, in der ich einfach rumlaufe und hier erkunde. Ich hatte das ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir mit der neuen Fliege-, Schwebe- und Teleportfähigkeitskombination jetzt einmal gucken wollen, was wir alles so vergessen haben. Zum Beispiel dieses hier. Greetings, Streamers. Your plucky heroine is making some poor choices for the cause. I need Ish to trust me, so I agreed to this dinner at his castle. But A, he said he's picked an outfit for me, so I'm recording this in case. And yet B, there are definitely other guests. I know when he was married, Ish and his wife were poly, so I am now walking through the woods, off the trail, hoping to not see an orgy before it sees me. Yes, those are cloaks. People are wearing cloaks. I'm going to have to outrun all of the murder sex in these shoes. But, if so, that's some jaunty music. Okay. In Kombination mit dem, was wir beim letzten Mal gehört hatten, dass ich da ein bisschen Probleme mit Coda hatte schon. Nicht mit Coda, mit... Ach, mit der anderen. Ich und Namen. Aber war der Probleme... Oder gab es da ja ein paar Probleme... In Sachen Frauenrecht und vielleicht auch andere Fragen, die da ein bisschen... Er ist ja ein Zacken altmodischer. Wer weiß, ob das nicht auch ein bisschen in die andere Richtung geht. Ist das da oben irgendwas da auf dem Stein? Nee. Wir gehen noch nicht zu den Schwebenden. Ich gucke mich noch weiter um. Bis gleich! Hier oben in der Lava. Ist echt noch ein Spot versteckt. Da. Das ist so ein Felsi. Ach, welcher ist denn das jetzt, welchen ich noch nicht hatte? Genau. Ich brauche mehr Felsen. Nein! Oh mein Gott. Gib mir! Leaf Trooper Cheftester. Ich bin jetzt schon länger als alle anderen bei diesen Unternehmen, wenn man Ish und Mace mal beiseite lässt. Mace hieß sie. Was vielleicht so ein bisschen unwahrscheinlich klingt. Ich und der Tester und all sowas. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich war in der ganzen Entwicklungsphase des Weltraumspiels dabei. Ich wusste es, er ist es. Und ich habe ein paar wirklich durchgeknallte Sachen gesehen. Dinge, mit denen du vielleicht etwas zu tun haben könntest. Wenn ich irgendjemandem sonst davon erzählen würde, würden sie mich abholen lassen und in ein hübsches Jäckchen mit verknoteten Armen stecken. Aber ich muss mit jemandem reden, weil ich Dinge gesehen habe, die regelrecht gespenstig waren. Okay. Oder er war es nicht? Gut, dass ihr alle feuerfest seid. Ich will auch feuerfest sein. Oder er war es nicht und er hat von unserem... Er redet von unserem... Pro, dass der Pro schon von da mitgespielt hat, schon mitgewirkt hat und dass er von diesem jetzt redet. Ist hier noch irgendwas? Da unten könnte noch was sein. Naja, bis gleich! So, jetzt können wir noch da oben, da müssen wir jetzt auch hinkommen. War ein bisschen anstrengend, aber haben wir uns geschafft. Yes! Mein Gedächtnis ist vielleicht nicht das Beste. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich kiffe wie Bob Marley. Nennen wir das lieber alternative Kräutermedizin. Aber das Spiel hatte schwere Probleme. So schwer, dass niemand je wieder... So schwer, dass es niemand wieder je hingekriegt hätte. Aber eines Tages, quasi aus dem Nichts, verschwanden diese Probleme plötzlich, obwohl kein Mensch aus dem Team auch nur ein einziges Mal Lösungen in die Fehlerdatenbank eingetragen hat. Okay. Ja, ich kann nämlich auf den Steinen, kann ich ja stehen, auf meiner kleinen Ratte nicht. Die ist zu schwer, da bin ich zu schwer für, um drauf zu stehen. Auf der anderen Seite ist die Ratte aber sehr leicht, sodass ich die weiter werfen kann. Deswegen muss ich noch ein bisschen hier rumspielen mit dem Stein und den Ratten. Aber damit haben wir das geschafft, dorthin zu kommen. Ich könnte natürlich der Flieger... Nee, der Fliegerratte könnte ich jetzt nicht geben, weil die zu mir zurückgeflogen kommt. Ja, so habe ich das schon mal geschafft. Gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Teleportier mich. Teleportier mich? Okay, teleportier mich nicht. Ich
darüber? Mal gucken, ob da oben noch irgendwas ist. Wie komme ich denn darüber? Ich brauche eine zweite Schwebefähigkeit. Ich brauche eine zweite Schwebefähigkeit. Naja, bis gleich. Wo habe ich die? Wie habe ich die denn übersehen? Most creatures in the world know where their home is. You get yourself killed, they'll go back there. But anything without a home comes here to 000. Like you, for example. So, the gods wrote that into the story. Legend has it, this tree bears impossible fruit. Huh. Ja, und da will ich nämlich hoch eigentlich. Ich will ja da hoch. Ich möchte ja diese unmögliche Frucht sehen. Und da möchte ich ja mich hoch teleportieren. Jetzt bestimmt was. Nein. Nix. Auf diesem Baum ist nix. Schade. Wieso habe ich das nicht gesehen? So, the fort in the forest. The hero has managed to elude the savage howler pack, right? Minus any weapons. But here he learns that they are an intelligent race, caged for generations by the villagers. The predatory behavior now is a rebellion. Sort of my animal farm take on the slave trade. Oh man, if I tell you how dumb you sound, will you be too embarrassed to fire me? Maze, please. Look at the actual human population of your fantasy world. Want Coda to do a little diversity census on the whiteboard? Or, you know, just leave it blank? Oh. Coda, please tell the art guys that we need to talk about the townsfolk. Until then, let's revert to placeholder skins, please. Der hat echt krude Theorien oder krude Vorstellungen, wie er seine Welt haben möchte. Das muss man ihm echt lassen. Ich habe hierfür natürlich noch eine Idee. So ist es nicht. Und zwar die Idee des Selbstmords. Komm her, mein Kleiner. Wir nutzen einmal ganz kurz deine Special-Fähigkeit. Ah, es ist zu hoch. Ach, warte, ich bin blöd. Wir nehmen den Felsen. Warte, gib mir nochmal deine Sachen. Und zwar werfe ich dich nach dort. Aber das reicht bei weitem nicht. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Euch weiterwerfen. Sieht nicht danach aus. Aber vielleicht kann ich dann runterspringen. Vielleicht schaffe ich das. Mal gucken. Probieren wir es mal. Ja, geklappt. Yes. Ein paar Leute meinten, dass die anderen Arbeiten nur zum Korrigieren der ganzen unzusammenhängenden Probleme dienten. Aber ich war die ganze Zeit im Spiel, habe mitbekommen, wie diese Korrekturen direkt vor meinen Augen geschehen sind. Okay, ich war vielleicht ein bisschen breit, aber ich schwöre, dass das absolut real war. Natürlich hatte mir kein Mensch geglaubt. Ich habe halt einen gewissen Ruf. Natürlich vollkommen unberechtigt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Magic Circle. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play, das Kaninchen. Und wir sind jetzt wieder in einer normalen Folge, nicht mehr in einer Zwischenfolge. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte die nächsten Sachen... You may be wondering when I'm gonna let out an evil laugh and stab you in the back, twirling my mustache with my off hand.
Well, don't panic, boss. But in a way, that already happened. Bringing you here was it. Was? Er wird also doch böse? Ja, nämlich hatten wir das Problem mit diesem Schlüssel. Er kam mich ja nicht ran. Jetzt kommen wir aber ran. Denn, das wollte ich, es passt, würde eigentlich gut dazu passen, mit dem Hin- und Her-Teleportieren und alles so ein Kram. Aber, nein. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir haben einen Schlüssel. Kann ich ganz kurz den da noch das mitnehmen? Dankeschön. Approach, Coda Solis. You will kneel a mortal and rise a child of eternity. Look at her face. Did none of you tell her about the masks? For LARPers, y'all act like a frat. Coda, this is all a party for you. Ish is officially writing you into the story. Just as I did when she became Avanadir. Don't remind me. Woman, I thought you spoke nerd. You did concept art of me? This spectacular cosplay armor is mine? Of course. You are one of us now. Also, it comes with a pretty sweet crown. But I have to finish the demo. You have 70-something hours. That's a game dev year. Stick around. I heard there's supposed to be an orgy. Diese Party war zur Initiation sozusagen. Wie kann ich den einfach mitnehmen? Okay, er hat keine Fähigkeiten. Es ging. Und das mit der Orgie, naja, wer weiß. Wer weiß, ob das noch kommt. Aber wir haben erstmal den Schlüssel. Das ist schon mal ganz gut. Damit können wir nämlich den Pilzmagier befreien. Und dann wollte ich mich auch noch hier mal hochteleportieren. Das können wir jetzt ja auch machen. Ich wollte das aber halt auch noch nicht offscreen, nicht offscreen, sondern jetzt extra machen, sondern ruhig hier zusammen mit euch. Hey, Pilzzauberer. Verbündetenschild. Gib mir diese Fähigkeit. Schützt alle Verbündeten durch eine Barriere. Okay. Wobei, hör mal auf, dich zu bewegen. Du bist gruselig. Du bist echt gruselig. Wir haben wir haben mehrere Dinge. Wir haben das hier. Maximales Leben. Und wir haben noch das da. Okay, Sir. While we're waiting for Maze, there are a few demo features awaiting the Word of God. One, are we actually allowing the hero to kill, yes or no? I know you and Maze differ on this one. Two's a biggie. Is this a solo adventure, or can other heroes crash the party? Well, okay, then. Lunch thoughts? Black Forest ham on artisan rye. Extra ethical. Go to Louis by the waterfront, not the one in the city. Mayo, one side, scraped off. I just want that ghost of a flavor, okay? Alter, ist der Typ durch. Also mal abgesehen davon, dass er keinen Plan hat, in welche Richtung dieses Spiel gehen soll. Wirklich null. Er hat ja wirklich keine Ahnung mehr, in welche Richtung es gehen soll. Da oben möchte ich hin. Und zwar teleportieren wir uns das... Ich glaube, das schneide ich auch zusammen. Das wird alles eine Folge, die wird dann ein bisschen länger. Mal gucken, ihr werdet es sehen. Ich habe noch keine Ahnung, wie viel ich halt aus dem anderen so zusammenkriege, damit es Sinn macht und damit es auch interessant bleibt und nicht einfach nur... Ich habe ja die meiste Zeit geschwiegen und mich einfach nur umgeschaut. Aber ja, ein bisschen Kletter- und Kraxel-Action. Noch mehr Lebenspunkte. Dich haben wir schon, genau. Verbündetenschild könnte ich natürlich... Warte mal, das ist eine Special-Fähigkeit, ne? Kann ich dir die... Kannst du, Kleiner... Ah, du kannst nicht zwei Fähigkeiten nehmen. Das ist feuerfest, ist nur... Ja, gut. Nein, ich bin so blöd. Geht das? Das geht garantiert. Ich könnte doch die Steine... Die Steine... Hätte ich doch mit Gruppendenk... Einem hätte ich schweben... Das müssen wir machen nachher. Wir müssen den Steinen Gruppendenk geben. Dann einem schweben...
Teleportation und Gruppendenken. Dann kann ich nämlich mich über die Steine teleportieren bzw. hin und her springen. Das wird es sein. So müssen wir das machen. So, das hätte ich nämlich die ganze Zeit machen können. Ach, blöd. So hätte ich auch an diesen einen Spot hier hinten rankommen können, der so in der Luft geschwurbt ist. War ich hier oben eigentlich oben drauf? Weiß ich nicht. Gucken wir vielleicht nochmal. Erstmal hier. Komm her. Licht brauche ich. Und dich. Komm her. Ich möchte darüber. Ist hier irgendwo ein Eingang? Von dem ich wissen sollte. Hüpf! Da. Scheiße. Kein Problem. Teleportratte. Du gehst dort hinein. Und Teleporter Pet. Du verschwindest im Nirvana. Auch nicht schlimm, denn dann teleportieren wir uns einfach hier hin. Und holen uns erstmal nochmal wieder Lebenspunkte. Meine Güte, ist unsere Lebensleiste lang. Und holen uns das Teleporter Pet. Wieso bin ich hier drin? Ich wollte nicht da rein. Hä? Okay. Ist nix. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da rüber? Komm her. Ich möchte da rein. Ich habe noch keinen Eingang gesehen. In den Kopf möchte ich auch nochmal reingucken, in diesen riesigen Schädel. Ob man da rein kann? Wieso sehe ich denn hier keinen Eingang? Komm nochmal her. Schlüssel. Wir gucken gleich mal. Keine Sorge, wir gucken uns gleich noch den Schlüssel nochmal an, als, Nein, bleib hier! Komme ich denn da rein? Als Waffe. Wie bei Harry Potter. Da oben. Oh Gott, vorsichtig. Ist in den Augen irgendwas? Ich sehe nichts. Ich sehe aber auch gerade den Eingang nicht. Nein, nein! Da drüben, okay. Hier. So, hier ist aber auch nichts. Na toll. Und dann gucken wir mal in die Krone, würde ich sagen. Ja? Du auch? Und dann schauen wir, was dort in der Krone auf uns wartet. Ganz viel Nix. Hätte ich auch Spektakuläres erwartet. Und ich sehe auch sonst nichts mehr, was hier irgendwie ein Secret ist. Oder eine Entwicklernotiz. Habe ich schon länger keine Entwicklernotiz mehr gesehen, die hier irgendwo noch versteckt ist. Aber das macht nichts. Dann gucken wir uns jetzt mal ganz kurz den Schlüssel an. Ich möchte sehen, wie der aussieht, wenn ich dem zum Beispiel mal Beine gebe und eine Nahkampfwaffe. Oh, vielleicht sollte ich dir die Fähigkeit sonst... Warte mal. Ja, der sieht knuffig aus. Du bist total süß. Gib dir mal Flammenstoß. Ich möchte... Wie sind deine Werte? Die sind kacke. Ich bin überlegen, ob ich den Schlüssel mitnehme als Waffe. Das könnten wir nochmal geben. Wir könnten dem Schlüssel das Verbündeten-Schild geben. Dann ist der Schlüssel unser Heiler. Das klingt eigentlich nach einer guten Idee, oder? Der Schlüssel wird unser Heiler? Dann haben wir unseren Kra-Kra, unseren Nahkampf-Kra-Kra, unseren Support-Schlüssel, unsere Railgun-Ratte und unser Zombie, der einfach ins Nirvana rennt, unser Feuer-Zombie.
Wobei ich noch nicht weiß, mit dem Feuerzombie bin ich noch nicht so... Ja, ich weiß noch nicht, ob ich damit so glücklich bin. Egal. Tja, da oben waren wir... Bleibt nicht mehr viel, ne? Es bleiben nicht mehr viele Gebiete, wo wir noch nicht waren. Wo noch irgendwas sein könnte. Eigentlich ist es nichts mehr. Es bleibt... Tschüss! Tschüss, Zombie! Es bleibt eigentlich echt nicht mehr viel übrig. Außer... die Skybusters. Was ist das da? Warte, was? Schlüssel? Ich muss dich nochmal ganz kurz deiner Fähigkeiten berauben. Ich bin schon mal sehr begeistert. Wir könnten auch einen Support-Roboter nehmen. Oder... Wenn ich dir einen Flammenstoß gebe. Wie sieht das aus, wenn ich dir einen Flammenstoß gebe? Ach, ich weiß nicht. Der rockt mich nicht so wirklich. Wobei, doch, pass auf. Weißt du, was wir machen? Wir geben dir jetzt nämlich noch die Feuerfähigkeit. Also den Feuerschutz. So. Und dann, wo ist Zombie? Zombie, du kriegst jetzt das Verbündetenschild. Du wirst jetzt nämlich zum Supporter. Deine Feinde sind nicht der Wachposten. Wir haben jetzt einen Support-Zombie. Wir haben jetzt einen Support-Zombie, einen Kra-Kra-Nahkampf-Himmelstürmer, eine fliegende Railgun-Cyberratte und unseren Flammen-Securiton. Das wird unsere Truppe sein, mit der stürmen wir die Skybusters. Das wird jetzt sein, weil ich glaube, ich habe alles erkundet, soweit ich es finden konnte. Tja, ja. Und wir wissen ja, wir haben ja schon rausgefunden, oder ich bin der Meinung, dass wir dorthin kommen, indem wir mit den Steinen und Schweben und die ich kann mich auch hin und her teleportieren, fällt mir gerade auf. Das ist eine Himmelsratte, die ist aber freundlich. Und ein Himmelsstürmer, der ist feindlich. Naja, aber das probieren wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Für heute reicht es. Wir haben genügend Unsinn getrieben? Warte mal. Einmal Unsinn möchte ich noch treiben. Folge ist eh schon total skurril. Wo ist meine Teleportratte? Ach scheiße, ich hab den falschen genommen. Na, ist doch egal. Hey, komm her, Teleportratte. Ich möchte nach dort. Darüber möchte ich. Bring me to the other side. Ja, die Vermutung, dass da oben auf der Hand irgendwas ist. Und ich hatte ja schon versucht, dort hochzukommen. Was ihr ja garantiert gesehen habt. Aber es war nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht kommt es hier. Kommen wir hier rüber. Warte mal. Das ist. Ach, meine Fresse. Kann ich dich irgendwie mal. Ich habe zu viele Teleporter-Pads. Oh Gott! Nein, 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 nein. Aber das sieht nicht danach aus, als könnte man da oben irgendwas tun. Mal gucken, warte. Ja, warte mal, ich probiere den mal, wenn ich die ein bisschen weiter werfe. Nee, nicht Cyberratte. Da. Mehr? Wir werfen dich mal ein bisschen mehr nach diesem Weg. Scheiße. Ah, das wird nichts, ne? Der hängt jetzt an der Wand fest, der war klar. Auch wieder. Ich glaube nicht, dass man da hoch kann. Ich glaube nicht, dass da oben irgendwas ist auf dieser Hand. Auch wenn es sich mehr als
andeutet, dass da oben etwas ist. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist eine riesige offene Hand. Wenn ich irgendwas verstecken würde, dann wohl in einer riesigen offenen Hand. Oh Gott! Der Tod! No! Wie lang mein Feld? Gut! Dann, werden wir beim nächsten Mal uns mit den Skybusters befassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.